Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei New York. Mein Name ist Betanus und wir bauen die Stadt der Zukunft. Hier wird gerade wieder ein schönes Hochhaus gepflastert und wir fliegen jetzt mal ein bisschen hier durch die Straße der Sonne entgegen. Oh, was ist das? So. Warum ist da so ein roter Streifen? Ach ja. Die Werbung, okay. Mittel. Jetzt alles Mittel. Normgeschäft. Mittelklasse Unternehmen. Billig Apartments. Food. Alter. Und, gehen wir mal zu unseren anderen Megatürmen. Warte, wo sind die? Ach, da. Ah ja, das. Da haben wir gerade die Etagen draufgesetzt und müsste dort links der neue sein. Der sieht auch schon geil aus hier. Willkommen. Ja. New York wächst und wächst und wächst. Und wir schauen mal. Okay, wir bauen doch mal eine Schwebebahn. Ja, gut, wir bauen eine Schwebebahn. Oh, Wasser, haben wir Wasserprobleme? Wir haben Wasserprobleme. Warte, wie sieht es eigentlich hiermit aus? Nein, noch nicht erforscht. Okay, ja. Gut. Wir haben ein westliches Problem. Und wir haben auch Wasserprobleme. Ich würde doch. Da haben wir ja schon eine zweite aufgestellt. So intelligent war ich ja schon anscheinend. Habe ich gar nicht mitbekommen. So. Dann reißen wir hier jetzt noch die Straße ab. So. Und dann sollten wir da auch noch welche hinstellen können. Genau. Und dann haben wir 8 voll. Und dann sollten wir hier auch, genau, Abwasserprobleme sollten wir dann nicht mehr haben. Und genug Wasser produzieren sollten wir dann auch. Schon wieder upgraden, Alter. Wie schnell geht denn das hier? Innerhalb kürzester Zeit, bam, zig Upgrades. Weil ich einfach so geil bin als Bürgermeister. Achso, ist ein Balkon. Na, dann muss ich den wohl dahin pflanzen. Na gut, okay. Ja, dann als nächstes die hier. Und dann noch das da. Alter. Wenn die Bürgermeistervilla vollkommen ausgebaut ist, dann. Ja, machen wir mal eine richtige Party dort. Fehlendes Wasser. Oh ja, okay. Ich kümmere mich ums Wasser, Leute. Keine Panik. Don't panic. Pumpe. Wo pumpen wir denn mal Wasser? Schwierig. Irgendwo am Rand. Ja, vielleicht reiße ich hier irgendwie ein bisschen was ab. Oder ich baue es hier. Ich glaube, ich baue die hier hinten in der Ecke, dort, wo es eh keinen interessiert. So, wirklich. So. Wasser. Pumpe. Ja, wir kriegen das dort irgendwie schon gebacken. So. Eine Filterpumpe. Ja. Einfache Wasserpumpe. Durchschnittliche Wasserfilterrate 80. Wenn sich da eh nichts verändert, nur dass die ein bisschen mehr kostet, dann nehme ich doch die Filterpumpe. So. So, das sollte erstmal reichen. Müssen jetzt nur noch welche arbeiten dort. Sobald da neue Leute eingestellt werden, haben die dann auch kein Problem mehr. Hey Leute!
Die hätte arbeiten, damit ihr Wasser bekommt. Wenn da keiner arbeitet, dann gibt es auch kein Wasser. Ne? Ganz einfache Konsequenz. Ihr braucht euch nicht beschweren, wenn ihr selber nicht dafür arbeiten wollt. Für euer Wasser. Hallo. Ah, na geht doch. Bam. Schon geht's hoch. Gefördertes Wasser. Vorrat für 31 Monate, für 30 Monate. Oh yeah. Na gut, mal schauen. Okay. Oh yeah. Was? Kein Strom, kein Wasser, kein Strom kann ja wohl nicht sein hier, oder? What? Doch, so im Minus? Okay. Was? Wir haben... Ach, wir brauchen mehr Control-Net. Unser Control-Net ist zu gering. Daran liegt es also. Wir haben keinen Strom, weil wir kein Control-Net mehr haben. Das ist doof, das ist doof. Dann müssen wir aber hier hin. Nein, nicht Omega Co. Sondern hier. Control-Net-Anlage. Okay, wir könnten mehr Leute dort arbeiten lassen. Aber wir haben leider nicht genug Leute gerade, die da arbeiten. Das ist ein Problem. Und die arbeiten nicht, weil sie keinen Strom haben oder wie oder was. Wollen die mich verarschen? Die wollen mich doch ernsthaft verarschen, ey. Okay. Wir brauchen trotzdem irgendwie Control-Net. Wo packe ich denn das mal hin? Clevererweise. Ich hätte es gern dorthin gepackt. Aber dort muss ja die Polizeistation. Obwohl, wenn ich bei. Warte mal. Kann ich da nicht? Das kann ich doch auch da anstellen. Okay, dann reiße ich das dort ab. Den sollte es eigentlich gehen. Ermittlungsflügel, den könnte ich übrigens auch mal anbauen. Ganz einfach, so. Polizeidrohnen dorthin, fertig. Und Zentrum zur Verbrechensbekämpfung kommt dann eben dorthin. Und Gefängniszellen, obere Etage. Gefängniszellen, da müsste ich einen neuen Dings aufmachen, aber ich kann die auch irgendwo stapeln. Und da wir ja pro Tag keine vergangenen Verbrechen haben, könnte ich das Ding eigentlich auch abstellen. Macht eigentlich keinen Sinn. So. Dann stellen wir jetzt aber hier ein... Nein, das passt immer noch nicht. Verdammte Axt. Dann reißen wir eben hier die Straße ab. Und dann sollte es auch wieder hinpassen. Ja, jetzt passt's. Okay, so. Hallo? Wie viel Control-Net stellt denn das Ding eigentlich denn zur Verfügung? Maximal. Na egal, machen wir jetzt erstmal weiter. Da sollten jetzt erstmal wieder Leute rein. Ja, ich weiß, wir haben momentan ein bisschen Saftprobleme. Warte, ich habe eine Idee. Bevor jetzt hier alle ausziehen, können wir ja erstmal versuchen, irgendwie Strom zu kaufen. Strom. Die haben nämlich Überschuss. Strom kaufen wir, Wasser, kein Wasserlieferant in der Nachbarschaft. Abwasser auch nicht, okay. Gut, damit sollten wir jetzt auch keine Probleme haben. So, dann haben wir erstmal vorübergehend kein Stromproblem mehr, hoffe ich doch mal. Jetzt, wo der Strom von drüben kommt, genau. Die haben ja zwar jetzt alle erstmal keinen Strom hier, aber
Das sollte wieder gehen. Auch wenn hier dann neue Leute eingestellt werden, dann haben wir wieder genug Kontrollen und dann sollte das alles wieder laufen. Aber wir brauchen mehr Control-Net. Na gut, ich schieb das mal ein bisschen vorwärts. So, jetzt kommt der Strom davon da drüben an. Und die Leute haben wieder Strom. So, dann läuft's auch wieder. Apropos Stromausfall. Ja, vermutlich, wenn diese Folge rauskommt, dann ist es schon vorbei, aber nächste Woche Freitag, heute ist der 15. und ein Sonntag, also in... Sonntag, also in 5, 6, ja, in 5 Tagen, am 20. Ist Sonnenfinsternis und da kann es sein, dass der Strom ausfällt. Oder schon ausgefallen ist. Okay, jetzt haben wir... Nur mal so nebenbei. Wir haben jetzt den Müllatomisierer. Kann ich den jetzt hier bauen? Ah, Müllatomisierer, ja, kann ich. Okay, das heißt, ich... könnte dort eh keine neue Anlage bauen, sondern müsste einfach dann hier dem... entsprechend diese hier nehmen. Die machen 1,5 Tonnen, die hier machen 1,8 Tonnen. Nutzung des Control-Nets Einheiten. Oh, die brauchen aber wieder Control-Net. Ist klar. Okay. Die super heißen Plasma-Atomisierer lösen mithilfe des Quantensprungs alle Müllprobleme. Der Abfall ist damit schon wieder weg, bevor er überhaupt da ist. Das würde mich doch freuen. Und warum geht... Dort geht's jetzt plötzlich nicht mehr? Überlagerung? Was? Na gut, egal. Klatschen wir die Dinge erstmal hier hin. Ich hätte ihn gern dort gebaut, wo er eigentlich hin soll. Und auch vorher einer da war. Kann das sein, dass es nur an dem da liegt? Gerade für Müllwagen. Okay. Gerade für Müllwagen, dann nehmt einen weiter. So, geht's nämlich. So, jetzt haben wir dort einen Müllatomisierer. Alter, sehen die geil aus. Okay, aber wir haben zu wenig Control-Net, schätze ich mal wieder. Control-Net. Alter, wir haben immer noch so wenig Control-Net. Das heißt, wir müssen mehr von diesen Control-Net-Dingern da bauen, wo auch mehr Leute arbeiten müssen. Ja, ich bin wieder zurück. Leider... ist der wieder aus dem Spiel geskippt, wie es öfters mal passiert und hat natürlich, ich konnte dann leider nicht wieder reinskippen, deswegen muss ich jetzt den ganzen Scheiß nochmal machen, den wir gerade eben gemacht haben. Das heißt, ich muss warten, bis der Müllatomisierer gebaut ist, bis hier das Wasserdingsbums hinsetzen. Setze hier die Filterpumpe. Dann haben wir genug Wasser, dann haben wir gleich das Stromproblem. Weil das Control-Net nicht ausreicht. Immerhin weiß man dann, was in der Zukunft gleich passieren wird. So. Komm. Wir haben... Jetzt haben wir gerade noch genug Control-Net, aber gleich haben wir es nicht mehr. Genau. Dann habe ich das hier so gemacht. Hab da hier einen abgerissen. Dann den dorthin gesetzt. Hab den ebenfalls dorthin gesetzt. Hab hier hinten den. Wo habe ich den Ermittlungsstuhl denn hingehauen? Hier irgendwo, oder? So. Bleibt ja keine andere Wahl. Ermittlungsstuhl. Oh. Davon habe ich jetzt Ermittlungsflügel und Zentrum zur Verbrechensbekämpfung. Was ist denn besser? Betreiben Sie Aufklärungsarbeiten durch Polizisten in der Schule, Park, CTT, die Sie bringen den Kindern bei, bla. Streifenwagen helfen, die Verbrecher festzunehmen, im Gegensatz, um Gesetzesbrechern auf die Spur zu kommen, sind allerdings Kriminalbeamte notwendig. Die parken ihre Überwachungswagen vor den Wohnungen bei herumlaufender Krimineller, da sie anschließend festnehmen. Okay, dann machen wir hier noch so eine Ermittlungsflügel. Machen wir das Ding da noch dran, Ermittlungsflügel. Haben wir jetzt einen?
Das sollte reichen. Ja. Obwohl. Also dann sollte ich lieber einen von den großen nehmen, weil Ermittlungsflügel habe ich hier ja schon. Egal. Gut, genau, dann habe ich das hier noch abgerissen. So. Und habe dann hier, ne, schon mal Control-Net vorbereitet. Nein, hier, da. So, Control-Net Vorbereitung. Und vielleicht haue ich da gleich noch irgendwo einen hin. Weil wir haben zu wenig Control-Net. Da müssen mehr Leute arbeiten. Der Müllatomisierer braucht noch ein bisschen. Gut, was haben wir uns drum gekümmert? Hier oben habe ich schon das Ding gebaut. Okay, genau. Das wollte ich machen. So. Apartment-Etage. Warum ist die rot? Was hat die für ein Problem? Rohe Etage. Hallo? Na gut. Jetzt ist er wieder grün. Komisch. Genau, da muss ich dann, glaube ich, hier beim Megaturm hin und dort dann. Ha. So, dann habe ich hier eine genau, dann kann ich hier gleich. Dann macht er das automatisch eine Verbindung. Das ist schon schön. Ja, brauche ich gar nicht viel machen. Das sieht mal cool aus. Ich frage mich nur, wie das hält. So konstruktionstechnisch. Aber das sieht cool aus. Lustig wäre es, wenn man die dann noch auf verschiedenen Etagen hat, ne? Das hier sind die jetzt, glaube ich. Ne, warte, ist das die gleiche Etage? Ich glaube, das ist die. Ey, das ist die gleiche Etage. Ich habe nur den einen ein bisschen weiter drüben und deswegen ist das hier so ein bisschen schief. Aber ansonsten gleiche Etage. Ist lustig, wenn es dann irgendwie unterschiedliche Etagen sind. Naja, mal schauen. Oben habe ich noch Apartment-Etage drauf. Was ist hier denn los? Genau, wir schalten mal ein bisschen in Zukunft. So. Die Leute protestieren gegen diese niedrigen Grundstückspreise. Okay, wir haben noch aber eine Parketage gebaut. Okay. Dann weg damit. Mal gucken, wo können wir nochmal die Grundstückspreise erhöhen? Was wollen die hier? Omega Core fordern dich immer ein. Ja, Prozessor, lokale Lieferung, ja, gut, okay. Vielleicht müssen wir da noch eine Omega Core Fabrik mal bauen oder so, mal schauen. Wer weiß. Genau. Wir wollten hier Parks bauen. Ach, das Ding können wir schon wieder upgraden, ja, gut. So, das war schon, oder? Der Balkon kommt jetzt, ne? Genau. So, super, fertig. Abgehakt. Parks. Ja, so. Jetzt ist hier auch die Folge vorbei. Mal wieder. Hier können wir noch einen Park hinhauen. Und noch ein Park. So. Dann haben wir dort noch ein bisschen wieder ausgebautes Gebiet. Und hier eben. Okay, hier hinten ist aber. Freuen die sich nicht so. So. Jetzt aber, oder? Hier noch einen hin. So. Sollte die Bevölkerung dort aber mal zufrieden sein. Da war ein Flugzeug. Dann sage ich mal wieder Tschüss für diese Folge. Und wir bauen New York noch weiter aus. Von daher danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen und liken und kommentieren. Von daher Tschüss und Cheerio. Bye bye.